Ist ja mal schön, sobald ich mal 10 Sekunden stehen bleibe, fragt Rusty mich immer, was auf worauf wir warten. Ja, wir warten, dass die Folge losgeht. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eleanor. Und dann passiert nämlich sowas. Hatte ich auch schon mal. Wenn man zu lange stehen bleibt, das kennen einige bestimmt auch aus GTA 5. So, wir gehen mal rein. Das ist, glaube ich, der Hausmeister, ne? Genau, du kannst doch nicht viel sagen. Stuff only. Ach man, ich will da aber rein. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Muss ich das? Ja, und? The shoe prints? Size 8s. Very similar to the impressions from the Henry case. Now, who do we remember got caught in bloody size 8s? I think we have our bird. Und jetzt? We've got to nail this guy. Okay. Und dann... sonst noch was hier? Ach. Ja, und? Ist das unsere Probe? What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Okay, if you're finished jawing, we need to get moving. Okay. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Okay, aber wer tötet denn eine Frau? Also schlägt eine Frau bewusstlos, fährt sie irgendwo hin, zieht sie aus, aber... übt keine sexuellen Handlungen aus. Das verstehe ich irgendwo nicht ganz. Oder ich bin einfach gerade zu dumm dafür. Das kann natürlich auch gut möglich sein. So, wir sollen zur Highschool fahren. Ja, hört auf zu hupen. Ja, leg mal als Zielort fest. Leg mal fest. Oder was? Hä? Wieso kann ich denn nicht... Oder muss ich erstmal am Telefon was überprüfen? Und das guckt mich da so komisch an. Ich möchte das gerne nutzen. Okay. Phelps, 1247. I need an address on a Belmont high school. Checking for you, detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Are there any messages for me? Yes, detective. A green 1946 coupe registered to Mrs. Hugo Muller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School in Plainfields. Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. Thank you. Okay. Wow. That sure looks like a beauty. Okay, dann wollen wir mal. Klar, ohne Adresse können wir natürlich auch nicht
irgendwo hinfahren. Das hätte ich eigentlich auch wissen. Okay. Gut. Dann fahren wir mal. Dann fahren wir mal. So, Rusty, komm. Ich habe schon gesagt, dass ich die Musik aus der Zeit damals echt cool finde. So, für gelegentlich für Spielen, das ist ein sehr gutes Gefühl, sage ich mal. Mag ich. Sollen wir right, just now. Wir sollen nach rechts. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Go right. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? Well, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Straight on. Rusty, that's like something out of the pulps. Wow. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Ah, go ja. Right through here. Interessant. Aber meine interessante Überlegung, so die ganzen Gerichtsmediziner, die ganzen Krimiserien. Ich frag mich, wie man darauf kommt, Leichen zu untersuchen. Check the next left. All units in the vicinity in any central unit. A 211 is shots fired. Ach, den können wir eigentlich gerade mal mitnehmen. Units that can handle code 3 identify. You need to turn left at the next junction. Gut. Ach ja, und H. Through this intersection. You're going straight here. Dann wollen wir mal den bösen Buben schnappen. Stay on this road. Okay. Okay, so go left at the next one. Okay, at the next corner, go right. All units in the vicinity in any central unit. A 211 is shots fired. 410 South Flower Street. Units that can handle code 3 identify. Tables are turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. You ain't gonna last long in a tin shack. Ja. Wo sind die denn hin? Ach, die sind darunter. Was? God damn it, they went down there. Wo sind die denn? Was? Find some cover. Ich bin fast tot. Oh Gott. Wow, was da? Nein. Runter. What? Wie geil ist das denn? Geht doch. Ah, no! They're shooting at us! Elf. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's Garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Garage, code 4. Das ist doch schön. So, aber wie geil, dass man da in die U-Bahn kann. Das finde ich ja richtig geil. Wissen wir bei Gelegenheit mal. Das finde ich so ein bisschen... Sagen wir mal schade an. Das finde ich so. Okay, at the next corner, hang a right. Gut. Finde ich so ein bisschen schade an LA Noir, dass hier einfach nur jeder Fall so nach und nach abgearbeitet wird.
und eben nicht so wie bei GTA. You're going straight here. Nicht so wie bei GTA, wo... Straight ahead. Wo du einfach irgendwann selbst entscheiden kannst, wann es weitergeht. Ich meine, wir könnten jetzt auch bestimmt auch aussteigen, aber wer weiß... Head right. Achso, nach rechts. Gut, fahren wir nach rechts. Straight through the next intersection. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein L.A. Noir 2 in ein paar Jahren. Ich würde es mir zumindest wünschen. You're going straight here. Weil es wirklich ein hammermäßiges Spiel ist. Läuft auf PC zwar instabil. All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify. Fahr mal eben nach rechts, ne? Links. Straight ahead. Das können jetzt mal andere machen, das muss ich jetzt nicht machen. Nee, das würde ich mir irgendwie noch so wünschen. Einfach so ein bisschen mehr Open World. Ich meine, wir haben hier eine riesengroße Stadt, eine riesengroße Map. Aber so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen mehr ins Privatleben von Cole Phelps mal so ein bisschen... Ich meine, wir sind immer noch am Anfang des Spiels. Ich meine, ich müsste jetzt... Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Aber ich glaube, wir sind immer noch recht am Anfang. Und da... Go right. Oh, scheiße. Na, egal. Da lässt sich auf jeden Fall noch viel rausholen, denke ich mal. Aber wie gesagt, die... Up ahead, you turn left. Die Idee an sich, so ein Spiel in diesem Genre rauszuhauen, hat Rockstar auf jeden Fall einen sehr soliden Titel rausgebracht. Auch wenn die Portierung für die Konsole, also von der Konsole auf PC, einfach mal total schlampig gewesen ist. Wie gesagt, ich hatte damals, als ich es angefangen habe, glaube ich 2-3 Tage gebraucht, bis ich es endlich zum Laufen bekommen habe. Wie gesagt, das läuft immer noch instabil. Ich muss das irgendwie jedes Mal wieder als Ausnahme irgendwie im Kompatibilitätsmodus irgendwie für Windows 8 einstellen. Und das ist jedes Mal wieder ein Krampf. Das dauert mich irgendwie gerade zu lange. Take a left. Easy. Klar. Was glaubst denn du? Need to turn left at the next junction. Links an der nächsten Kreuzung. Das wäre hier. Oh, wie schön der Sonnenuntergang ist. Take the next left. Das ist voll schön hier. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir mal so richtig, richtig gut. Ich bin verliebt in dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird noch, No risk, no fun. Almost there now. Okay. Ah ja, hier ist ja schon. Belmont Howard School. Haben wir aber in der nächsten Folge Zeit, uns das anzugucken, denn wir sind gleich da. Denn ist, ich weiß, dann ist hier jetzt so. Dann ist hier jetzt, storytechnisch nicht ganz so viel passiert. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir, I would say so, yes. There's
There's a son of a bitch now. Hey, you! Go, Phelps. Oh, I'll take the car and see if I can cut him off. Ich liebe die Verfolgungsjagden, auch wenn ich mir irgendwie wünschte, dass Phelps ein bisschen schneller rennen könnte. So ein bisschen sprinten teilweise. Das wäre manchmal schon praktisch. Aber jetzt lauf, 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 lauf. Obwohl wir doch relativ schnell sind. Rennen wir mal da lang, ne? Ich sehe den. Ach, da hinten. Zum Glück gucken wir auf die Minimap. Sonst hätte ich ihn verloren. Lauf, 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 lauf. Wo rennt der denn hin? Komm schon, du Athlet. Los, 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 los. Du hast ihn gleich. Ach, wirklich die scheißen Mauer, ey. Ist das dein Ernst? Wäre er nicht abgebogen, hätte ich ihn bekommen. Das schwöre ich jetzt. Ist er wieder irgendwo da hinten? Ach, jetzt will er sich auch noch prügeln. Und ich kann ja momentan gar nicht schlagen. Alter. Das Blöde ist, er schlägt nicht mehr. Das Blöde ist, dass er nicht schlägt. Das ist mega scheiße, sag ich mal. Okay, nach links rennen, rennen, rennen. Interaktion angreifen wäre die rechte. Zielen, Fäuste heben wäre die linke, was ich ja getan habe. Aber dann greift er aber nicht an. Reden, ausweichen, blocken wäre die Leertaste. Ich meine, man kann es ja nochmal versuchen, aber ich glaube nicht. Jetzt greif doch mal an. Und mein Partner hilft mir auch nicht. Das ist, jetzt hau ihn doch mal. Ich kann nicht. Los, schlag ihn. Hau ihn nieder. Ach ja, ich muss gehalten. Dann ist ja alles klar. Ich muss gehalten. Stand das da? What's your name? Ich muss gleich nochmal gucken. Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Gott, ist der Typ eklig. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Na, jetzt wird's interessant. Why bother with the paperwork, Eli? I'm gonna take out my gun and I'm gonna count to five. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Yeah. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Oh ja, die freuen sich. Ich weiß schon mal, wer die neue Knastschlampe wird. So. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zum Polizeirevier, oder was sagst du, Rusty? So, what next? Alright, search the car for physical evidence. Ach so. Gut, dann suchen wir mal. Ah, besser geht's doch nicht. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Besser geht's doch nicht. Da ist doch alles, was wir brauchen. It's
from a Chrysler. Could be important. Boutique Rad, Motorenschlüssel. Und Klamotten. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Achso, ja gut, dann haben wir alles. Ih, das klingt eklig. Gut. Gut, wir rufen noch kurz die Zentrale an, dann beende ich die Folge. Wo hat der denn unser Auto geparkt? Ah ne, da hinten am Telefon, alles klar. Gut, da laufen wir aber jetzt schnell nochmal hin. Und er speichert. Jo. Ich will mir das mal ein bisschen hier mal angucken. Warte mal. Everment. Für Kaugummi. Das ist ja geil. Sunset Gold Coffee. Ja, das kennen wir ja schon. Der Sunset Gold Coffee haben wir schon drin. Und Cola King. Es ist ja geil, wie liebevoll das auch irgendwie alles gemacht worden ist. Push, throw it down. Nee. Stow it, don't throw it. Hey, these you with the trash in your hand. Ah ja, gut. So eine Kampagne ist das, glaube ich. So, wir sind Polizei, wir dürfen das. Hau ab mit deinem Wagen da. Wir rufen jetzt mal kurz bei der Zentrale an. Oh, Susie, you are so Phelps badge 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mahler homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Okay. Dann wissen wir was. Dann fahren wir noch kurz zum Polizeirevier und dann beende ich die Folge. So, unser Dienstwagen ist da. Mit offener Tür. Okay. Zentralrevier. Gut. You know the way. You can drive. Du kennst den Weg, kennt er. Kein Problem. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. Die Beweise haben wir ja bei Rooney gefunden. Völlig plausibel für mich. Zentrale wir um 8.38 Uhr. Gut. Wie gesagt, dann gucken wir mal in der nächsten halben Stunde, dass wir unsere, ich sag mal, unsere Kollegen, nicht Kollegen, unsere Verdächtigen befragen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play L.A. Noir. Bis dann. Tschüss.